Hallo und herzlich willkommen zu Layers of Fear. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Horrorspiel des Jahres. Die letzten 5 Jahre, keine Ahnung. Achso, weiß ich nicht. Ja, ich werde wieder gequält. Ich sehe es jetzt schon. Achso, ich muss auf Laden drücken. Weiter. Was passiert, wenn ich jetzt sage, neues Spiel? Dann fängt das neue Spiel von Wenn ich dann speichere, bin ich am Arsch. Weil er das überschreibt. Ja. Okay. Zwei Flamingos. Ja. So, wie heißt das Kapitel? Hallo. Guck nach oben. Nach oben. Hey. Ach so. Oben. Ja, von formlose Träume. Formlose Träume. Ich dachte gerade, der nimmt nicht auf. Also doch, ja, aber man sieht nichts. Es ist ziemlich dunkel. Ja. Was ist ich? Und das ist seine Haut. Mhm. Aber das sieht überhaupt nicht aus wie Menschenhaut. So leid es mir tut. Ja, ich weiß, macht Sinn. So. Das sieht aber nicht aus wie Menschenhaut. Ich will realistisches Spielespiel. Du sprichst in mein Mikro. Nimm Abstand. Corona. Ich muss die Cams am Ende eh teilen. Ja, okay. Die Musik. Ich gehe jetzt einfach. Och nö. Warte, das muss laden jetzt. Ach so. Ich war zu schnell für das Spiel. Anscheinend. Ich hasse das. Was? Ja, der bleibt safe stecken. Quatsch. Lena. Je nachdem, wie viel Glück du hast. Wenn ich ehrlich bin. Je nachdem, wie viel Glück du hast. Das hängt doch nicht mit Glück zusammen. Doch, hängt es. Verarsch mich nicht. Doch. Welche Richtung? Weiß ich nicht, das entscheidest du. Okay, nee, es geht nur nach rechts. Nee, es geht doch. Obwohl, es geht nur nach rechts. Ja. Okay, dann ja, mach nach rechts. Und Tür zu. Ist los. Lena? Ja. Den Fahrstuhl wirst du öfters sehen, keine Sorge. Ich hasse es jetzt schon. Ja, da war jemand, ich hab's gesehen. Das ist deine Frau. Das ist nicht viel besser. Das ist voll nett. Ich mag die. Was kommt zur Stelle? Wie, die ist voll nett. Die ist voll nett. Die hat irgendwelche komischen, gruseligen Kleider an und schwirrt hier durch das Haus. Ja. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja. Aus. Ja. Ich eigentlich zurück. Das ist in den meisten Fällen Selbstmord. Lena? Wie? Na? Ja, wo denn? Alter! Alter! Lena! Was denn? Guck nach! Ich gehe da nicht rein. Geht das Spiel nicht weiter. Muss ich die Tür zumachen? Ach so. Boah, Alter. Horrorspiel, Lena. Lies du vor.
Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nicht als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jeglich weitere Korrespondenz. Was? Wo? Was? Wo? Korrespondenz. Wo denn? Da. Korrespondenz. Von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Eine Hauttransplantat. Hausplantation? Hauttransplantation ist eine extrem eitle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zum Grunde liegt. Vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom ST Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großen Anspannungen leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiteren Korrespondenz Abstand nehmen. Ja, ich lese weiter. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unserer Mitarbeiterin, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen können, möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den ersten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Matt Wilhelm H. Greni. Ich kann sehr gut vorlesen. Macht nichts, ich auch nicht. Weiter. Die Hautprobleme der Frau. Weiter. Lena. Ja, weiter. Ah. Nein, vergiss es. Wieso? Ey, ich habe 8 Minuten gespielt, ne? Spielst du weiter? Da ist nichts. Das glaube ich dir nicht. Da ist nichts. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Wenn du dich jetzt umdrehst, da ist doch was. Warum? Was soll das sein? Was? Hä? Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich hab so viel Schiss davor. Hab ich auch. Es tut mir leid. Was ist eigentlich hier drin? Nichts, okay. Oh, das ist die. Also, warte, da komme ich ja nicht durch, ne? Ja, durch den Fahrstuhl sind wir gekommen. Dann kommen wir nicht durch. Ich habe immer Angst, dass ich mich umdrehe und dann. So. Wer ist die Schranktür? Würde ich sagen. So, linke oder rechte Tür? Der Schrank. Linke oder rechte Tür? Linke. Obwohl, kann ich das überhaupt? Das überhaupt? Achso, okay. Okay. Hat sich anders in Erinnerung. Aber okay. Wir fallen doch da gleich safe runter. Ins Feuer und sind tot. Ja. Oder irgendwie, weiß ich nicht, traumatisches Erlebnis, whatever. Ist nicht. Scheiße. Na gut, da ist es. Lena, Horrorgames sind nicht meins. Weiß.
Warum lachst du schon so ekelhaft? Das tut mir echt leid, falls das irgendwie lame rüberkommen sollte. Aber, Alter, mein Herz, ne? Mein junges, unschuldiges Herz kann das einfach nicht verkraften. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung nach älteren Patienten auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur für wie spricht man das aus? Da ist gar kein L. Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollte. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologen, Psychiater, konsultieren. Konsultieren? Ausdrucksloser Blick, starren ins Leere. Ja. Willkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Hört sich an wie Tourette. Schlaflosigkeit nicht bemerkt. Unübliche Gestik und körperliche Haltung schon immer gehabt. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren. Definitiv. Depersonalisation? Was für ein Ding? Was soll das überhaupt bedeuten? Ich habe gerade Schlaganfälle gelesen. Ungeschickte, schwerfällige Bewegung könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten, eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit, ja, suiziale Tendenzen. Fragezeichen. Da ist doch noch ein Dokument drin. Was? Achso, nee, alles gut, ja. So. Bam, bam. Lena, ich will mich nur umschauen. Lena, Dann geht's doch gar nicht lang. Achso. Make up your mind. Entscheide dich. Ey, dieses sich irgendwas angucken, sich umdrehen müssen, um weiterzukommen, ne? Ich dachte schon wieder, in der Blume wäre irgendwas. Oh. Schlimm. Lena, es ist einfach schlimm, dieses Spiel. Das geht nicht. Weiß ich nicht. So, ich gehe weiter. Ja. Ah, der Raum. Hallo. Och nö. Oh nö. Willst du weiterspielen? Nein. Nein, will ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das ist ein Together. Nein, eigentlich nicht. Ich hab Together nicht in den Titel geschrieben. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen. Nicht. Ich frage niemals wieder in diesem Spiel. Ist das ein Jumpscare? Niemals wieder. Hallo. Niemals wieder. So, anscheinend ist hier nichts. Wohl waren wir in diesem Raum? Also hier ist anscheinend nichts, oder? Nö. Dann geh ich mal weiter. Geh weiter, ja. Geh einfach weiter. Okay. Das ist kein 100% Let's Play. Ich will es einfach nur durchhaben. Mach den an, den Lichtschalter. Ist das ein Lichtschalter? Ist ein Lichtschalter. Das rechts. Was ist das? Das rechts. Was ist das? Das da. Das, was ist das? Ein Safe, Mann! Achso, was habe ich gesagt? Lichtschalter. Wo war das? Ist das jetzt ein anderer Raum? Nee, das ist auch noch das Lagerfeuer. Warte. Oh, ich bin so angespannt, ne? Wieso? Ja. Weitergehen. Soll ich weitergehen? Geh weiter, meinetwegen.
Na gut. Ich hab sowieso vergessen, was in den Safe war. Ach so. 314. Steht da drauf. Ja. Müssen wir uns das merken? Das ist eigentlich ein Safe. Ja, dann mach doch auf. Ich weiß auch nicht mehr, wie es geht, Mann. Du musst wahrscheinlich die Knöpfe drücken. Lass mich mal. Drei. Also 30. 314. Da steht für 314. Ja. Ja, oder? 314. Ja, dann mach du. 314, ich weiß nicht wie. Hier gibt's ja nur 10er Schritte. What? Klick unten auf die Taskbar. Da, wo das Spiel ist. Dö, wo bin ich da? Ja. Hi? Okay. Was machst du? Keine Ahnung. Ey, hör auf, das ist die Aufnahme. Bist du Na gut, dann habe ich keine Ahnung. Ja. Hast du mit Leertaste vielleicht irgendwie was? Hi. Also mit den Pfeiltasten kann ich auch nichts machen. Aua, Lena, mein Arm. Ja, 3. 1. Also 30, 10 und 40. 30. 10. Hast du was mich aufregt? 10. 3. 1. 4. Ja. Oh Gott. Krass. Was ist das? Ach, ein Schlüssel. Hm? Ja, aber dann ist der ja zwingend notwendig. Nein, ist er nicht. Ach, das ist optional. Oh, Lena, wir sehen, was optional ist. Das ist immer schlimm. Optionale Dinge in Horrorspielen, habe ich mir sagen lassen, ist schlimm. Wie geht's weiter? Oh, es geht, glaube ich, sogar. Oh, Jesus. Alles gut, lass es uns nochmal versuchen. Endlich geschafft, ein bisschen zu spielen. Ich habe Angst. Ein bisschen zu spielen, wenn mein ungeschicktes Herumdrücken auf den Tasten wirklich als Spielen durchgeht. Ich will nicht lügen, es macht mich wahnsinnig, meine Finger nicht völlig unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls bin ich prompt von meinem liebevollen Ehemann ausgeschimpft worden. Der meinte, ich solle mich ausruhen. Ich weiß, dass er es nur gut meint, aber wie soll ich jemals gesund werden, wenn ich überhaupt nicht arbeiten soll? Am schlimmsten ist es, dass ich schwören könnte, Schnaps in seinem Atem gerochen zu haben. Bitte, lieber Gott, nicht das schon wieder. Was? Nö, okay. Dann ist ja nichts. Jesus. Hattest du gerade aufgemacht? Egal. Ja. Ah. Genau. Oder? Was ist hier? Was für eine Scheiße, das war gerade. Du traust dich doch einfach, ne? Du gehst einfach, du. Errungenschaft freigeschaltet. Man konnte es gerade nicht sehen, weil wegen Spielaufnahme. In der ersten Aufnahme hatten wir anders aufgenommen. Also anders im Sinne von ein bisschen anderen Einstellungen. Also alles gut. Das war gar nicht hier, okay. Das hab ich nicht. Ja. Jesus, Alter. Ah. Machen wir jetzt eigentlich Folgenaufnahmen? Also mit Abmoderation und so nach 25 Minuten? Ganz bewusst? Oh, Lena. Was steht da? Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Es kann nicht be undone. Doch, Gott ist. Warum leuchtet dieser Spiegel? Keine Ahnung, wer es kann. Ja, dann gehe ich mal weiter. Ah, hallo. Wer ist da? Die Frau? Nee, nein, geh erst. Warte. Ja? Geh zurück zum Schrank, da war doch was drin, oder nicht? Da war nichts drin. War da nichts drin? Achso. Ich dachte, irgendwas, womit man halt interagieren könnte. So was gibt's hier nicht. Nur Kopierung.
Gut, dass immer mein Hund angemacht hat, um angefangen zu bellen wegen dem. Apropos Hund, wie geht's Fluffy? Gut. Was? Gut. Guter Junge. Money. Remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Willst du weiter spielen? Nein. Oder? Ja, doch, komm. Okay. Du hast jetzt 11 Minuten gespielt, ich 8. Ich muss mich ja hier was trauen. Alter, ich habe schon 12 Minuten gespielt. Ja, es tut mir leid. Was immer. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß ja doch nicht, was kommt. Jedes Mal, wenn du mich fragst, willst du weiterspielen? Jedes Mal. Bisher. Vielleicht wäre dann zickig, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß ja nicht, welche Raum als nächstes kommt. Du hast das Spiel dreimal durchgespielt. Na und? Dreimal? Was? You want this as well? Willst du das auch? Und rechts. Schrank. So was. Und. Oh. Rettung. Ein ehemals großer Künstler. Neues Bild von. Aus. Galerien. Galerien. Galerien gelacht. Galerien, Lena. Galerien. Das ist ein neues Land in Portugal. Mhm. Wovon wir heute Zeugen wurden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag es dennoch eine unbezahlte Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand Geringerem als Jason Hutchs. Ja. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse denn angemessen sei, antwortete Hutchs, als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Jedoch würden wir schweigen und geben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. Boah, ich denke immer, diese weißen Dinger hier, das sind Hände. Das habe ich nur gewusst, als ich den Rollstuhl gesehen habe. Oh mein Gott, viel Spaß. Alter, wie fett ist der? Fett. Es geht. Gibt es eigentlich eine offizielle logische Erklärung, wie das jetzt hier gerade? Ich. Ja. 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 Die da wäre. Dank. Illusionen. Ah, okay. So, warum hast du jetzt gesagt, viel Spaß? Das Bild kommt mir entgegen. Ich guck das gar nicht erst an. Du musst schon. Egal. Ja, geh weiter. Mach du. Wenn ich doch da jetzt um die Ecke gucke. Ja. Was dann? Bringt mich irgendwas um. Ja. Uns. Mich. Den Typen. Ich will mich mit dem nicht assoziieren. So krank wie der bin ich nicht. Ach, schlimm? Was ist hier? Lukas. Oh.
Lena? Wo kommt das her? Alter. Oh, ich hasse dieses Spiel so sehr. Oh, guck mal, eine Maus. Also wo? Langs? Also wenn ich nur zugucken muss, ist es leider nur halb so schlimm. Ich hab mich voll gesabbert. Links? Kann ich überhaupt rechts machen? Weiß das gleiche. Mit Tropfen fragen. Links oder rechts? Oder geradeaus? Rechts. Rechts war sympathischer, glaube ich. Warte mal, ich guck mal dann ganz hinten. Achso, ja. Was da abgeht? Alter, hat sie noch wahr. Wie lange hast du vorgehabt zu bleiben? Ja, ich hab mich auch erschrocken. Ja, ich hab's gesehen und ich gönn's dir von ganzem Herzen. Ist das jetzt die ganze Zeit so? Trigger es doch nicht! Was bin ich? Ich bin stur! Ich weiß, du bist Löwe. Ich bin Steinbock, was soll ich sagen? Fick dich, ich will dahin! Na gut. Achso, dann geh. Dann geh jetzt nach rechts. Lena, geh jetzt. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Das Spiel will es nicht, du kannst das Spiel nicht manipulieren. Fick dich. Ventilator, also die Flügel. Ich weiß, aber. Alter. Was? Ja. Willst du? 12. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin hat sie noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an eine meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigste, hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeit gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde, du. Meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Okay. Hä? Okay. Nichts. Ja, mach weiter. Ja, mach weiter. Warte, mein Arsch. Oh. Ich hab Angst. Ah, die Stelle. Hallo, Bild. Warum die Stelle? Hallo, Bild. Oh. Guck dem doch nicht so ins Gesicht. Das will doch keiner. Warum nicht? Weil das doch sowas. Will. Künstler wollen sowas. Der hat sich gedreht. Was? Der hat sich gedreht. Das Bild hat sich gedreht. Was? So. Ja. Sollst du erst machen, wenn ich da bin, du Arsch. Okay, aber lass mich mal erstmal rumschauen. Komisches Bild. Mach mir nach. Na gut, ist ja noch nichts aggressiv. Nicht an. Und. Oh, darf ich fragen, wie er das Feuer anmacht? Guck mal, Bild von. Irgendwem. War hier nicht ein Schlüssel für? Alter! War hier nicht das Spiel! Ah, hier war ein Schlüssel. Nur blind. Ja, ich muss erstmal lesen. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Ja, ciao. Angenommen, jetzt mal ganz kurz. Ja? Angenommen. Ja? Dann hätte sich diese Nachricht jetzt länger durchgelesen. Ja? Wäre dann irgendwer durch diese Tür gekommen? Nein. Warum? Du bist doch weggegangen, hast du es nicht gehört? Der hat geklopft wie ein penetrantes Schwein. Ich weiß. Fällt dir was auf? Die Kerzen bleiben an? Egal. Oder nicht? Ist das ein anderer Raum? Nein, alles gut. Nee. Guck mal. Hallo? Du warst das?
This house is absolutely amazing. Thank you. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Kannst du die Tastatur und Maus auch ruhig anders zurechtlegen, ne? Also ich meine ja nur. Wo? Und was? Von wo kam die? Der, die, das? Ich weiß es ja nicht. Ist das die Frau? Nein. Was ist es denn? Jetzt muss ich gerade irgendwie an The Evil Within denken. Da gibt's ja auch solche gruseligen. Nein, alles gut. Bei Evil Within müssten wir auch mal zusammenspielen, ne? Weil da ist weniger Horror, da ist halt mehr Story, da gibt's keine Jumpscares, da ist... Weiß ich nicht. Ich mag das Spiel. Vor allem den ersten Teil. The Evil Within? Ah. Mhm. Ich mein's. Was, dein Ernst? Ich mein's. Spiel's halt alleine, bitte. Kann ich dir zugucken? Ja, als Let's Play auf YouTube. Oh, warte. Ja, was? Ja, was? Wo ist das? Ja, was? Wo bist du? Ah, da. Honey, what in the world are you doing? Honey. What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Ich will nicht. Warum nicht? Soll ich machen? Oder? Es dauert aber 10 Jahre, bis du es machst. Und diesen Diebe, nimmer satte Bastarde, kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Für ihn oder für sie? Für ihn. Für ihn. Für ihn. Weil er hat schon die Haut abgezogen. Ach, deswegen fiel ihm das so einfach. Was? Weil das Bein ja eh tot war und ja. Er ein neues brauchte. Ja. Ja, sorry, das blicke ich nicht sofort. Ich weiß. Oh, das will ich machen. Okay. Fertig, genießen einfach. Passiert nicht. Es geht rückwärts. Mach du weiter. Mach du weiter, du hast erst mal ein, zwei Minuten. Mach du weiter! Ich kann das nicht. Ich hab mich schon beim ersten Mal. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Ich habe gerade nicht zugehört, es tut mir leid. Wollte der sich das injizieren? Der hat sich Blut abgezapft. Ach so. Warum? Der Kunstwerk. Nach oben. Dann. Ja. Funktioniert. Kann es sein, dass das Ding so ein bisschen Ecstasy Intus hat? Nein. Schränke hast du nachgeguckt? Also ich hab die nachgeguckt. Was laber ich da? Oh Gott, Lena. So, zweites Kapitel, das war auch vorbei. Oh, können wir aufhören? Oh, warte. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Ich will das Bild entlösen. Entlösen vor allem. Lösen. Entlösen vor den Schmerz. Das wird zu einem Skorpion.
Krass. Wer ist das dritte Kapitel? One Image. Baum tritt heraus. Ich benötigte ein Gefäß, um Plastik... Ja, okay, das haben wir ja gerade gehört. So, eine Folge, ein Kapitel. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen dieser einen Folge. Willst du noch weitermachen? Ich will sowieso meistens. Größtenteils. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.